Herzlich willkommen zurück beim Building-Projekt. Und ich habe mal wieder gefailt. Ich habe mal wieder eine Aufnahme nicht gemacht. Da ist mal wieder was schiefgegangen. Aber erstmal muss das Skelett hier weg. So, ich habe nämlich begonnen, mir diesen Bereich auszubauen. Ich fand auch, dass die Folge so von der Aufnahme her relativ gut gelungen war. Und das ist jetzt irgendwie schade, dass ich sie nicht benutzen kann. Oh. Achso, ja, das Mob-Briefing muss ich mir noch wieder einschalten. Da weiß ich leider nicht, wie das hier konkret funktioniert. Weil mit dem Minecraft-Befehl. Okay, das ist gefährlich. Also mit dem normalerweise üblichen Minecraft-Befehl geht das nämlich hier nicht. So, und ich habe zwischen den Aufnahmen, gerade auch in dieser schiefgegangenen Aufnahme, nochmal die Schafe vervielfältigt, wie man hier sehr gut sieht. So, erstmal müssen wir schauen, dass wir unsere Gesundheit ein bisschen hochkriegen, bevor wir uns diesem Creeper stellen. Na mal, das müsste auch reichen. Oh Mann, wir haben gar keine Rüstung mehr. Sollte mir vielleicht auch gleich irgendwann eine Bauung gehen. Ich könnte ja vielleicht eben andersrum hier gehen und dazu. Das ist einfach mal so. Dann renne ich hier am Rand den Berg hoch, weil hier kommen wir ja hoch auf dieser Seite. Ist ja alles nur relativ flach. Und dann kann ich zeigen, was ich oben so getrieben habe in der letzten nicht aufgenommenen Folge. So, ich habe nämlich hier den Erdhügel weggemacht. Doch ein paar Schwarzeichen gefällt. Ich wollte erstmal beginnen, indem ich hier die Mauer mache. Da war ich ja vorhin unten. Und ich glaube, damit werde ich auch weitermachen. Jetzt sofort. So, erstmal müssen wir das hier nochmal wieder wegmachen. So. Müsste so genügen. Und jetzt mache ich eben zu und dann stacken wir uns hier einfach mal für den Anfang mit dem Stein einfach hoch. Haben wir natürlich schon öfter gemacht. Ich meine, der Schlossbau besteht ja im Moment fast aus nichts anderes, als dass wir uns nur Stück für Stück irgendwo hocharbeiten. Schade, dass die letzte Folge daneben gegangen ist. Da bin ich auch auf einige Dinge noch eingegangen, auf die ich nochmal gerne eingehen würde. Muss ich nur wieder dran denken. Aber was ja, wie gesagt, die Folgenlänge, die ja jetzt ein wenig kürzer ist. Leider. Ich würde selber gerne längere Folgen machen, aber ich habe dann doch leider nicht die Zeit dazu. Zumindest nicht bei so vielen laufenden Projekten. Also es sind jetzt rein die Minecraft-Projekte gemeint, weil die wirklich am meisten Zeit fressen. Ich habe zwar noch andere Projekte neben Minecraft jetzt am Laufen, vor allen Dingen ist ja schon eins, ja, wann gestartet? Letzten Montag ist ja The Witcher gestartet. Das nimmt jetzt so gesehen gar nicht mal so viel Zeit in Anspruch. Weil da habe ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch schon 40 Folgen vorproduziert. Weshalb mich das jetzt nicht so stresst. Aber dann andere Sachen wie die B-Team-Aufnahmen. Na gut, die gehen auch, weil die sind auch nur unregelmäßig. Aber es ist halt hier hauptsächlich, die meiste Zeit frisst das Building-Projekt einfach. Aufgrund dessen, dass es 7 Tage die Woche läuft und dass es teilweise über halbstündige Folgen hat. Und die müssen auch irgendwann produziert werden, ja. Das ist schon ein relativ hoher Zeitaufwand. Und das kann ich leider nicht auf Dauer machen. Ich bin jetzt ziemlich hoch eingestiegen, was die Projektzeit angeht. Also wir sind vielleicht auch mit kürzeren Folgen etwas besser dran. Ich versuche jetzt auf so 25 Minuten erstmal zu machen in der nächsten Zeit. Dann muss ich aber gucken im Endeffekt, ob ich das so behalten werde oder ob wir nochmal auf 20 Minuten runtergehen werden. Vielleicht ist es auch besser, wenn die Folgen ein bisschen kürzer sind, also vom Ansehen her. Lässt sich natürlich auch bequemer angucken dann, wenn die nicht mehr ganz so lang sind.
Eigentlich kriege ich dann pro Folge natürlich auch weniger fertig. Wo sich alles noch ein bisschen weiterzieht, dann ist vielleicht auch ein Punkt, den man bedenken muss. So, da oben muss man einen Stein hin. Okay, das sollte nicht allzu groß sein, dieser Raum hier. Der wird ja praktisch der Eingangsbereich hinterher. So, das kann jetzt auch zu. Jetzt liegt unser Geheimgang oder geheimer Aufgang praktisch im Außenbereich. Und hier würde ich gerne auch noch was machen oder was verändern. Aber ich habe mich hier erstmal nur hochgebaut. Dann kommen wir auf der Ecke noch zu unserem Turm. So, erstmal. Ich denke mal, bis hier gehen wir auf jeden Fall. Ich gucke jetzt erstmal wegen den Fenstern. Dazu muss ich dann gucken, wie groß und welcher Abstand. Ich denke mal, wir gehen zwei von hier und werden hier. Das war eins so hoch. Aber das ist ja schon der Deckenbereich praktisch. So, und dann überlege ich mir, ob ich hier vielleicht mal mit einem anderen System arbeite, dass ich hier zwei breite Fenster mache, die auch mit zwei Abstand sind. So, dann kämen wir mit dem Platz schon ganz gut klar. Okay, das war nicht Absicht, sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. So, hier müssen wir natürlich auch an der Mauer hin. Den ganzen Bereich hier müssten wir dann aufschütten. Ich mache erstmal diese Mauer hier einfach zu. Das gibt uns dann auch ein wenig Deckung vor eventuellen Mobs. Da müssen wir hier natürlich noch Böden reinmachen und vieles mehr. Denn das ist dann unser Haupteingang zur Feste. Ja, und ich habe in der letzten Folge ja noch was ganz anderes gemacht. Was mir gerade einfällt. Das hätte ich ja jetzt ganz vergessen. Aber das werde ich auch einfach mal wieder wegmachen. Und das werden wir in einer der nächsten Folgen. Werde ich das einfach nochmal machen. Denn ich möchte jetzt nicht das. Einfach nur erklären, weil das würde zu schnell gehen. Das hat ja schon einiges an Zeit in Anspruch genommen. Befindet sich hier in diesem Raum. Und das werden wir dann. In der nächsten Folge nochmal machen. Das werde ich dann zwischen den Folgen einfach mal wieder abbauen. Okay, ich sollte vielleicht schlafen gehen, einfach nur. Und dann muss ich mich noch mit ein paar Fackeln bewaffnen. Und vielleicht mit ein bisschen Holz. So, Schwarzeiche haben wir dabei. Und das hier brauchen wir nicht. Ich weiß noch nicht, was ich da für den Boden reintue in dem Bereich, aber ich glaube. Fliesen wäre schon gar nicht so schlecht. Wir haben auch inzwischen einiges an Wolle zusammen. Ach ne, das ist Quarz, den habe ich auch mitgebracht. Aber Wolle haben wir auch. Die ist hier. Die habe ich zwischendurch immer mal wieder geerntet. So, Fenster brauchen wir natürlich auch. Stufen haben wir dabei. Sehr schön. Ein bisschen normale Eiche. Nehmen wir mal noch mehr mit. Und hauen uns dort jetzt in den neu entstandenen Bereich in Boden und in Decke rein. Und dann fällt zuerst hier alles wieder weg. Es ist immer schade, wenn man so eine Folge aufnimmt und sie wieder verliert. Ja, da muss nicht. Weil man hat doch schon einiges an Zeit investiert dann. Na gut, ungefähr eine halbe Stunde. Was aber trotzdem nicht wenig ist. Ich habe gerade noch eine Idee. Was jetzt am Anfang zwar gar nicht so geplant war, was wir aber trotzdem. Oder ich jetzt so umsetzen werde. Weil ich doch die Idee jetzt mal im Nachhinein gar nicht mal so schlecht finde.
Aber erstmal hier Fenster rein. Und dann muss ich wirklich nochmal losziehen und wir müssen die Fackeln holen, die ich ja eigentlich holen wollte, aber irgendwie gar nicht mitgenommen habe. Ich vergesse immer was. So, hier ist ja einiges an Höhe und vielleicht sollten wir uns gar nicht so hoch machen. Darauf gehe ich aber gleich erst ein. Erstmal hole ich die Fackeln. Nee, da ist nichts. Ist natürlich schön, wenn man im Let's Play immer alles vergisst. So, haben wir schon welche Fan? Nein, da müssen wir nochmal welche nachmachen komplett. 16 reichen. So, da ist mal eine Kohle drin. Machen wir uns nochmal ein paar. Also ein paar sind dann immer 64. So, und hier kommen die dann hin. Okay, dann machen wir unten fertig. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, heute aufzunehmen. Aber dann hat sich was terminlich ergeben und so hatte ich ein bisschen Zeit. Und dann dachte ich mir, mach doch mal eine Aufnahme. Okay, das Treppenhaus ist Cobblestone ausgelegt. Schon wieder was vergessen, wenn ich ehrlich sein soll. So, die Musik ist zu Ende und kommt ein neuer Titel? Ja, gleich. Ist halt eine größere Stille am Ende. So. Man könnte hier natürlich nur mit oben eine Reihe hinmachen, also so. Aber ich mache es irgendwie doch lieber so, vollständig. Weil ich finde das dann irgendwie gefuscht, wenn es nur eine Reihe ist. Ist zwar nur ein subjektiver Eindruck dann, das macht ja absolut nichts aus, ist ja eh nur Grafik. Ist ja eh alles nichts. Aber ich habe es trotzdem lieber gerne ordentlich. Ich baue ja auch teilweise hier Sachen in meiner Architektur, die vollkommen unnötig wären bei Minecraft. Weil ich einfach nur baue, weil es irgendwie, oder weil ich finde, dass es dann ordentlicher wirkt. Außerdem weiß ich ja dann, dass wenn es gefuscht ist, dass es gefuscht ist. Wie dort, da habe ich gerade gefuscht. Achso, und ich muss noch auf einen weiteren Punkt eingehen, den ich jetzt in dieser Folge noch nicht erwähnt habe, weil hinter dieser Mauer ist ja ist ein größerer Hohlraum, der beim Bau entstanden ist, das hat man ja gesehen. Und den werde ich natürlich zumachen, aber das werde ich einfach offscreen machen, weil ich denke, dass es in der Aufnahme schon ein bisschen blöd wäre, wenn wir das dann machen. So, und das machen wir hier einmal zu. Da kann ich mir mal überlegen, ob wir das jetzt so lassen und ob wir es noch ein bisschen schöner machen. Von innen ist es schon okay. So, bei dem Raum könnte man eventuell tatsächlich überlegen, ob man hier noch Balken reinsetzt. Das habe ich zwar in vielen Räumen nicht gemacht, aber in dem würde es vielleicht sogar ganz gut aussehen. Jetzt sind wir mal hier an der Stelle. Wäre hier noch einer. Und hier und da könnte man sowas hier schon mal machen. Sollte das Fenster abgestützt werden. Das heißt, hier bekäme man hinterher nur eine einschichtige Decke hin. Aber warum denn nicht? So, und hier draußen rein für die Optik. Kommt einfach noch eine Schicht Stein davor. So, das müsste man natürlich nicht. Zum Beispiel, man könnte jetzt dort an der einen Ecke. Hier könnte man zum Beispiel in der Mitte dann Stein sparen. Aber sowas baue ich auch immer massiv aus. Das gehört sich irgendwie einfach. So, und hier kommt jetzt die Idee, die ich vorhin hatte. Weil das Ganze nicht direkt ebenerdig zu machen, sondern zu gucken, dass der Eingang dann schon ein kleines Stück höher liegt als seine Umgebung. Also ich denke hier mindestens zwei. So dass wir hier diese schöne Treppe noch einsetzen können.
Und dann muss hier natürlich Stein rein. Aber erstmal machen wir kurz die Treppe fertig. So, zwei müssen reichen. Und dann muss hier natürlich, wie gesagt, der Stein noch hin. Und noch ein bisschen mehr Stein. Aber nicht mit Treppen, sondern massiv, bitte. So. Okay. Ich hoffe, ich schneide den gleich raus. Wäre schade, wenn ich es nicht täte. So, können wir das so machen? Ah, ich weiß noch nicht, ob das so bleibt. Für den Moment auf jeden Fall. Später kommt das vielleicht dann doch weg. Genau wie diese Schwarzeiche, die jetzt auch wegkommt. Die andere auch am besten mal, wenn wir schon mal dabei sind. So, Setzlinge haben wir davon noch ein paar. Ja, wir haben noch auf jeden Fall drinnen welche. Aber hier passiert ja noch was. Außerdem muss das auch noch weg. Oh. Bloß nicht abstürzen. Obwohl wir das aus der Höhe wahrscheinlich noch relativ gut überleben werden. Ach, schön mit den Treppen gewesen gerade. So, hier ist dann der Bereich. Okay, da haben wir schon wieder diesen Bug, dass wir uns sehr komisch bewegen, wenn wir laufen. So, und damit haben wir schon genug Setzlinge. Ach, wir haben schon genug Setzlinge für eine neue Eiche. Finde ich natürlich immer sehr schön, wenn wir das haben. Okay, dann werden wir das in dem Bereich einmal so ausführen. Wie ich das geplant habe, dann käme hier noch eine kleine Mauer hin. Hier müssen natürlich auch noch Steine rein. Einfach um es schön massiv zu machen. So, ich glaube, wir gehen hier noch einen höher. Dass wir hier oben auch noch eine Mauer haben. Und, naja. Sehr symmetrisch ist das jetzt nicht, so schon, aber so wie ich es eigentlich wollte, können wir es nicht machen. Oder wir machen es so. Was zwar extrem massiv ist. Aber immerhin ist es so, wie ich es mir gedacht habe, weil dann kommt dort noch ein kleiner Gartenbereich dazu. Ich frage mich gerade, wie wir dort hinkommen. Also von wo? Lass mal hier ein paar Fackeln setzen. Also ist okay. Zumindest für den Anfang, weil die Träger sind ja natürlich auch nicht symmetrisch. So, hier ist, hier hatte ich ja gerade wieder zugemacht. Und schon kommt er und macht hier wieder auf. So, für diesen Eingang, Geheimgang hier, wie auch immer man es nennen will, müssen wir uns definitiv einen neuen Ort suchen. Ich sollte vielleicht jetzt bald schon beginnen und diesen endgültigen Geheimgang anlegen, von dem ich gesprochen habe. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine kleine Tür, die rausführt in diesen Gartenbereich. Das können wir auch hier machen. Wäre wahrscheinlich sogar besser. Und auch nicht, hier sind natürlich diese hier, das stört natürlich auch irgendwo. Naja, was man auch immer hier macht, das ist auf jeden Fall irgendwie asymmetrisch hinterher. Und wir müssen hier ausleuchten. Also wird es wohl dann doch dann auslaufen, dass der Eingang tatsächlich hier ist. So, hier können wir das dann so machen. Oh, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht jetzt durchaus brauchbar aus. Und wir brauchen hier unten definitiv noch Türen und einen Crafting-Keller haben wir hier natürlich nicht stehen. Das heißt, ich mache mal den 5-Millionsten jetzt, den wir erstmal hier platzieren werden. Und wir brauchen
Wir brauchen einige Türen. Obwohl, wir haben genau genug Platz im Inventar für alle Türen, die wir jetzt benötigen. Aber nicht für das Holz. Und deswegen setzen wir erstmal die Türen und dann machen wir die letzte. Hier machen wir die Tür natürlich so rum. Und dann kümmern wir uns mal um ein paar Druckplatten. Was passiert hier gerade? So, 4, 4, 6 brauchen wir. Noch eine Tür. Eine Tür für hier. So, und die... Das ist eine dritte Innentür. Die kriegt auf beiden Seiten ihre Druckplatten. Ich könnte natürlich jetzt hier auch für die Optik die Steinernen reinmachen. Aber ich nehme lieber die aus dem jeweils anderen Material. Um für ein bisschen mehr Kontrast zu sorgen. Okay. Jetzt ist die Frage, ob ich das... Oder wie ich das hier mache. Ich glaube, wir gehen mal... Hier noch ein Stück raus. Auf jeden Fall werden wir hier noch Stützen hoch haben, die das Ganze ein wenig abstützen werden. Und die werden natürlich wunderbar mit dieser Abstufung hier harmonieren. Es darf uns so keiner runterschießen. Ich sollte vielleicht das auch nicht mitten in der Nacht machen. Das könnte auch. Das war jetzt sehr gefährlich. Auf jeden Fall gehen wir jetzt lieber erstmal schlafen. Und ich muss auch noch ein paar Treppen machen und vielleicht noch ein bisschen Stein ran schaffen. Was ich auch eben noch mache, weil das können wir in der Nacht machen. Das schadet ja nicht. Das ist ja kein Problem, wenn wir das in der Dunkelheit erledigen. Hier drin ist es ja halbwegs hell. Die Musik ist auch halbwegs laut. Aber die Sounds sind lauter, das ist okay. Und dann gehen wir nochmal eben schlafen. Und dann ist diese Folge auch schon wieder an dieser Stelle zu Ende. Ist zwar jetzt doch noch etwas kürzer, als ich dachte. Wir haben nur noch eine Minute und ich weiß nicht, was ich jetzt in dieser Minute noch Sinnvolles machen soll. Deswegen beenden wir hier einfach mal. Bis zur nächsten Folge hier beim Minecraft Building Projekt. Bis dann.